Ich habe mir überlegt, dass ich gerne einen kleinen Kurs zum Hieroglyphenlesen für Anfänger machen möchte, in Form von einer Videoreihe. Und die richtet sich vor allem an diejenigen Personen, die ein starkes Interesse vielleicht für das Thema haben, aber die jetzt selbst keine Ägyptologen sind oder die sich schon sehr gut in der Sprache auskennen. Also euch werde ich hier nichts Neues erzählen natürlich, aber allen anderen, die das Thema Hieroglyphen einfach unglaublich spannend finden. Und einfach, ja, wahrscheinlich großes Interesse daran haben zu verstehen, wie diese Sprache funktioniert. Für die möchte ich eben diese kleine Reihe hier machen. Ich muss dazu zu mir selbst sagen, dass ich im dritten Semester jetzt Ägyptologie studiere, aber selbst deswegen bei weitem natürlich kein Experte bin. Um da Experte zu sein, braucht man wirklich jahrelange Erfahrung, ist natürlich klar. Aber hier soll es ja nicht darum gehen, Ägyptologiestudenten etwas Neues zu erzählen. Also liebe Ägyptologiestudenten, falls ihr mit dieser Intention diese Videoreihe schaut, dann wendet euch da lieber an eure Dozenten und nicht an mich. Das ist hier einfach, wie gesagt, einfach für Interessierte am Thema Hieroglyphen. Ich möchte dabei inhaltlich in ganz portionierten kleinen Schritten vorgehen zunächst mal. Und für diese Reihe wären mir zwei Dinge wichtig. Erstens, wenn ihr zuhört und selbst Ägyptologie studiert oder jahrelange Erfahrungen habt, dann hört, falls ihr Lust habt, gerne aufmerksam zu. Und wenn ihr Fehler findet bei dem, was ich sage, dann kommentiert es doch bitte gerne in den Kommentaren. Dann können wir darüber diskutieren. Dann kann auch ich vielleicht noch was dazulernen. Und mir ist es natürlich wichtig, dass ich hier keine falschen Sachen erzähle. Und auch für alle anderen gilt, wenn ihr Dinge nicht versteht, wenn euch das zu schnell ist, was ich erzähle, oder ihr einfach grundsätzlich nochmal was erklärt benötigt, könnt ihr natürlich im Internet recherchieren. aber ihr könnt auch einfach eine Frage stellen unter dem Video. Es wird sicher Zuschauer geben, die sich damit dann auseinandersetzen können, und auch ich selbst habe jetzt natürlich nicht den riesigen Andrang an Kommentaren auf meinem Kanal, also ich werde mich auf jeden Fall auch darum dann kümmern können. Ich habe also jetzt vor, kleine Schritte zu gehen mit dieser Videoreihe, und am jeweiligen Ende der einzelnen Folgen möchte ich gerne eine kleine Aufgabe immer für euch bereithalten oder vielleicht auch mal ein Rätsel. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob mir dazu mal was einfällt oder ob ich vielleicht was auftreiben kann, was sich da eignet für den jeweiligen Wissensstand. Aber das soll einfach eine kleine Übung geben, die man dann mit dem Erlernten, damit man das erlernte Wissen aus der Folge eben gleich anwenden kann. Ich werde in der Videobeschreibung auch ein paar Standardwerke zum Lernen von Hieroglyphen auf verschiedenen Niveaus, also wirklich für Anfänger gibt es da gute Sachen, wo man ohne große Fachterminologie oder so, sowohl was die ägyptologische Seite als auch die, sag ich mal, Seite der Grammatik angeht. Also da gibt es Werke, will ich damit sagen, die darauf ziemlich verzichten und sich wirklich an Anfänger richten, die auch nett zu lesen sind und schön gemacht sind. Und da gibt es natürlich für Werke, die sich an Studierende richten oder die eben das auf einer wissenschaftlichen Ebene erklären, aber auch da gibt es Unterschiede. Das werde ich einfach in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt es euch dann kaufen. Die Bücher sind natürlich teilweise nicht ganz günstig, aber da findet ihr dann alle wichtigen Informationen, und dort könnt ihr natürlich dann auch nach eurem eigenen Tempo weiterlernen. Ich möchte jetzt damit beginnen, zunächst mal ein paar grundlegende Informationen hier zu nennen, die man einfach braucht, die man einfach wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema Hieroglyphen beschäftigt, die auch für das Verständnis, für das Weitere doch recht entscheidend sind. Wenn wir von Hieroglyphen sprechen, dann meinen wir eine Art, die ägyptische Sprache in Schrift festzuhalten, die es quasi parallel zur ägyptischen Geschichte von Anfang bis Ende gegeben hat. Also in einem Zeitraum von 3000 Jahren, grob gesagt. Von der Entwicklung und Erfindung der Schrift um 3000 vor Christus, noch ein bisschen früher, nimmt man heute an, bis zur Schließung
der Tempel, der letzten ägyptischen Tempel durch das Römische Reich, war diese Hieroglyphenschrift in Gebrauch. Danach ist sie dann komplett in Vergessenheit geraten, also alle Muttersprachler sind dann eben, ja, man kann schon sagen, denke ich, ausgestorben oder es gab sie eben einfach irgendwann nicht mehr. Und das Verständnis für die Hieroglyphenschrift und die Fähigkeit, diese zu übersetzen und zu verstehen, die ist eben komplett verloren gegangen, bis in das 19. Jahrhundert hinein. Also natürlich hat es im Mittelalter auch Versuche gegeben, die Hieroglyphenschrift zu bearbeiten. Allerdings ist das ziemlich, ja, hat keine Früchte getragen, kann man vielleicht sagen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, aber das möchte ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Also wie gesagt, im 19. Jahrhundert konnte diese Schrift dann entziffert werden. Ein Name, der dabei ganz besonders wichtig ist, ist Jean-François Champollion. Er hat dazu einen wesentlichen Teil beigetragen, dass wir heute Ägyptologie als wissenschaftliches Fach betreiben können, denn ja, das Verständnis der Hieroglyphenschrift ist dabei eben das ganz Zentrale. Er war natürlich aber bei weitem nicht der Einzige, der dazu beigetragen hat. Es gab vor ihm und nach ihm Dutzende andere Wissenschaftler, die da wirklich phänomenale Arbeit geleistet haben, sodass, wenn man heute Ägyptologie studiert, diese Sprache eigentlich erlernen kann wie jede andere tote Sprache. Und wie bei den meisten anderen toten Sprachen ist auch hier ein ganz besonderes Problem, liegt in der Aussprache. Und darin, dass es keine Muttersprachler mehr gibt, die man zu der Sprache befragen kann. Also wenn man sich die Erforschung zum Beispiel von Englisch oder von Deutsch anschaut, dann kann da wirklich bis in die tiefsten grammatischen Zusammenhänge und Sprachentwicklung, da kann man wirklich sehr, sehr tief forschen, einfach weil man die Muttersprachler hat. Für die Hieroglyphenschrift gilt, dass diese zwar quasi heute komplett wieder lesbar ist und auch komplett entziffert ist. Also da gibt es eigentlich keine, sage ich mal, großen Geheimnisse oder Mysterien mehr. Aber trotzdem gibt es natürlich Detaildiskussionen und auch immer wieder größere Diskussionen rund um die ägyptische Grammatik und um Einzelfragen von Übersetzungen. Das ist natürlich klar. Was bedeutet das, dass wir 3000 Jahre Hieroglyphenschrift haben? Das bedeutet natürlich, die Sprache der Ägypter hat sich in diesem Zeitraum von 3000 Jahren natürlich weiterentwickelt, so wie das jede Sprache tut. Und das bedeutet, es gibt verschiedene Sprachstufen. Es gibt die altägyptische Sprache, es gibt die mittelägyptische Sprache, es gibt die neuägyptische Sprache, es gibt die demotische Sprache und es gibt dann die koptische Sprachstufe, die allerspäteste Sprachstufe, die wir auch am besten verstehen, auch bezüglich der Aussprache. Und in der koptischen Sprache steckt quasi immer noch die DNA der sehr alten ägyptischen Sprache. Und das heißt, man kann vom Koptischen aus viele Rückschlüsse ziehen auch auf die Aussprache der Hieroglyphen, beziehungsweise auf die Sprache der alten Ägypter. Allerdings ist das ein ganz eigenes Forschungsgebiet, auf das ich jetzt hier nicht eingehen möchte und auch nicht eingehen kann. Was also wichtig ist, es gibt verschiedene Sprachstufen, die man jeweils einzeln sich anschauen muss. Die funktionieren jeweils mehr oder weniger sehr ähnlich, aber sind doch in sehr vielen Detailfragen und grammatischen Strukturen dann doch wieder unterschiedlich. Das ist jetzt aber hier gar nicht von Interesse. Was wichtig ist, ist, dass wir uns Mittelägyptisch anschauen. Das ist einfach der ganz klassische Weg, um anzufangen, sich mit Hieroglyphen zu beschäftigen, ist eben die mittelägyptische Sprache, weil die mittelägyptische Sprache in ein System, in ein grammatisches System sich einfügen lässt, kann man sagen, das sehr nach sehr strikten Regeln funktioniert. Und von da aus kann man eben die altägyptische Sprache auch noch lernen und dann die späteren Sprachstufen auch viel besser verstehen.
Was wahrscheinlich wenig Sinn ergeben würde, wäre sich die allerersten Schriftzeugnisse anzuschauen und dann quasi anzufangen, parallel zur Geschichte diese Sprache zu erlernen. Also das würde wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Deswegen fängt man einfach beim Mittelägyptischen an und das wird auch die Sprachstufe sein, mit der sich dieser Kurs hier beschäftigt. Neben den verschiedenen Sprachstufen gibt es dann noch eine weitere Schriftart, die sehr, sehr lange Zeit in Ägypten verwendet wurde, und das ist das sogenannte Hieratisch. Und es handelt sich dabei eben nicht um eine weitere Sprachstufe, sondern um einfach eine andere Art, die Sprache niederzuschreiben. Die Zeichen und das grammatische System ist dabei das gleiche. Allerdings sind die Zeichen eben stark abstrahiert, was dem Schreiber einfach erlaubt, die Schrift wesentlich schneller zu Papier zu bringen. Das Hieratische beschäftigt uns in diesem Kurs aber gar nicht, denn es ist einfach so, dass man, wenn man das Hieratische lesen lernen möchte, dann muss man schon sehr viel Erfahrung im Hieroglyphenlesen haben. Und da sich der Kurs ja hier an Anfänger richtet und nicht an interessierte Ägyptologiestudenten, wird uns das Hieratisch hier nicht weiter beschäftigen, aber es ist trotzdem einfach wichtig, das mal gehört zu haben. Damit möchte ich zum Hauptteil des Videos kommen und ich möchte gerne damit anfangen zu erklären, wie man die Schriftrichtung von Hieroglyphen bestimmen kann. Unsere Schrift heute wird ja immer von links nach rechts geschrieben. Die Hieroglyphen waren, was das angeht, viel variabler. Also man konnte die Hieroglyphen von links nach rechts schreiben oder von rechts nach links. Man konnte sie auch in senkrechten Spalten schreiben und manchmal wurde sogar von unten nach oben geschrieben, allerdings nur in sehr seltenen Fällen. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man die Schriftrichtung bestimmen kann. Dafür gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn man sich so einen Hieroglyphentext anschaut, dann gibt es dort ja sehr viele verschiedene Zeichen und darunter sind auch häufig Tiere und besonders viele Vögel. In diesem Text jetzt nicht so viele Vögel. Aber eben Vögel, Tiere, Menschen und die blicken immer einheitlich in eine Richtung. Und diese Menschen und Tiere blicken immer dorthin, wo der Text beginnt, wo der Text anfängt. Das heißt, dass dieser Text hier eben von links nach rechts zu lesen ist. Die Schriftrichtung ist also von links nach rechts und das erkennt man an der Blickrichtung, an der Orientierung der Zeichen, die sich eben nach links hin orientieren bei diesem Beispiel. Im nächsten Beispiel sehen wir, da ist das Gegenteil der Fall. Die Tiere und Menschen blicken allesamt nach rechts. Das heißt, dieser Text ist von links nach rechts zu lesen. Und bei den senkrechten Spalten kann man das jetzt vielleicht noch nicht so gut erkennen, aber auch da sieht man mal ein paar Tiere oder auch einen Vogel. Und da kann man erkennen, dass die eine Spalte, die Spalte rechts, muss man von links nach rechts lesen, in jeweils zwei senkrechten Spalten. Und die linke senkrechte Spalte muss man von rechts nach links lesen. Das mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber wenn man sich ein bisschen mit den Zeichen beschäftigt hat, dann muss man da gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern man sieht es einfach sozusagen auf den ersten Blick. Und es ist wirklich kein Problem. Aber für den Anfang schaut euch einfach die Tiere, schaut euch die Menschen an, wo blicken diese hin? Und dann hat man schon den Anfang des Textes und weiß die Leserichtung. Als nächstes möchte ich gerne einen genaueren Blick auf die einzelnen Zeichen werfen. Und wenn man sich diese Zeichen ansieht, die die alten Ägypter für ihre Sprache genutzt haben, dann erkennt man an manchen Zeichen, dass sie Objekte aus ihrer Umgebung genutzt haben, zum Beispiel die Vögel, und diese dann eben zur Niederschrift von ihrer Sprache verwendet haben. Man darf jetzt allerdings nicht den Fehler machen, zu glauben, dass jeder Vogel, der im Schriftbild auftaucht, auch einen Vogel benennt. Also dann wäre wirklich jeder ägyptische Text quasi ein ornithologischer Bericht oder sowas, weil Vögel tauchen wirklich überall auf. Was stattdessen der Fall ist, dass diese einzelnen Zeichen, die ich jetzt hier nochmal rausgegriffen habe,
die transportieren jeweils einen gewissen Lautwert. Und aus der Zusammensetzung von verschiedenen Zeichen, die jeweils einen Lautwert darstellen, ergibt sich dann die Lesung von einzelnen Worten. Und es gibt in der ägyptischen Schrift ziemlich viele verschiedene Zeichen. Und es gibt Zeichen, die einen einzelnen Laut darstellen, wie zum Beispiel das Schilfblatt, das für ein I steht, oder das Wachtelküken ganz rechts unten, das für das U steht oder für das W. Und die gezackte Wasserlinie zum Beispiel steht für ein N. Es gibt allerdings auch noch Zeichen, die für mehrere Laute gleichzeitig stehen. Also das Spielbrett, das über der gezackten Wasserlinie, das ihr da seht, das steht zum Beispiel für Men. Und es gibt auch drei Konsonantenzeichen, wie zum Beispiel das Anch oder das Cheteb. Es gibt wirklich viele verschiedene Zeichen, aber für diese erste Lektion sozusagen möchte ich euch einfach nur die Einkonsonantenzeichen zeigen. Diese Einkonsonantenzeichen sind die absolute Grundlage dafür, dass man sich mit der altägyptischen Sprache beschäftigt und die müssen auf jeden Fall auswendig gelernt werden. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber man merkt sich das einfach Stück für Stück. Und ihr werdet sehen, dass das wird, wenn man Lust hat, das zu lernen, wird das auch schnell gehen. Viele Zeichen kann man sich schnell merken, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger. Es gibt tatsächlich zum Auswendiglernen der einzelnen Zeichen sogar eine App. Die werde ich euch auch verlinken. Die kann man über den Google Play Store auf jeden Fall runterladen. Beim App Store bin ich mir allerdings nicht sicher, beziehungsweise ich glaube, es gibt diese App für Apple-Geräte nicht. Also da müsstet ihr dann auf die alte Vokabelkartenmethode zurückgreifen oder euch eben ein Android-Gerät besorgen. Ich weiß auch nicht. Also diese App ist auf jeden Fall sehr praktisch, um diese Zeichen auswendig zu lernen. Aber ansonsten, wie gesagt, schreibt euch die Zeichen einfach ab auf Vokabelkarten und lernt die einfach, bis ihr die im Schlaf könnt. Das wird sich aber auch mit der Zeit einfach von selbst ergeben, dass man diese Zeichen einfach irgendwann mal kann, wenn man Lust hat, sich mit den Hieroglyphen zu beschäftigen. Ihr seht, dass ich neben die Zeichen jeweils Buchstaben geschrieben habe. Die kommen euch teilweise bekannt vor. B, P, F, M, N, R, H, S, D. Die kennen wir natürlich alle aus unserem eigenen Alphabet. Es ist allerdings so, dass nicht alle Laute der altägyptischen Sprache decken sich mit den Lauten, die wir in unserem Alphabet verwenden. Deswegen möchte ich diese Liste jetzt hier einmal durchgehen und diese Laute Wichtig ist erklären. es mir dabei nochmal deutlich zu machen, dass es sich bei der Aussprache, die ich jetzt hier in dem Kurs verwende, nur um eine Behelfsaussprache handelt, die so oder so ähnlich auch an Universitäten gelehrt wird. Also man versucht nicht irgendwie die Aussprache der alten Ägypter zu rekonstruieren, sondern man versucht sich einfach nur untereinander zu verständigen, damit man sich untereinander eben versteht. Die Frage, wie einzelne Worte tatsächlich ausgesprochen worden sind, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist mir einfach auch persönlich nochmal wichtig, zu betonen, weil ich eben, was Aussprache auch von verschiedenen Lauten und lautlichen Nuancen, was das angeht, bin ich einfach ganz schlecht. Trotzdem muss man die Worte natürlich irgendwie aussprechen, wenn man über sie sprechen will. Und das tun wir hier natürlich. Oder in dem Fall eben ich. Aber wenn man sich untereinander darüber unterhalten will im Unterricht oder wo auch immer, dann muss man sich ja irgendwie verständigen. Deswegen werde ich jetzt einmal diese Liste der Zeichen durchgehen und sagen, wie ich diese Zeichen gedenke auszusprechen. Und wenn ihr das anders machen wollt, könnt ihr das natürlich anders machen. Es kann auch sein, dass ihr das anders gelernt habt oder wie auch immer. Aber ich möchte es, wie gesagt, einmal zu Verständigungsgründen vorführen. Also, wir haben als erstes Zeichen den Aleph Geier, der gleich für einen Laut steht, den wir in unserem Alphabet nicht kennen. Das ist das Aleph. Und das sprechen wir einfach wie ein A aus. Oder ich spreche das wie ein A aus. Wie das A, das wir kennen.
Dann haben wir die nächsten beiden Zeichen, die beide Varianten für einen Laut sind, den wir als J beschreiben, den wir allerdings dann als I aussprechen werden. Das Doppelschilfblatt schreiben wir auf wie ein Y, sprechen es allerdings auch wie ein I. Dann kommt der Arm, der für den Laut ein steht, den wir wiederum nicht kennen. Den würde ich wieder einfach wie ein einfaches A aussprechen. Dann haben wir das Wachtelküken. Das kann man je nach Kontext als U oder als W aussprechen. Dazu werden wir dann später auf jeden Fall auch noch kommen, in den folgenden Videos. Dann kommt das B, das P, das F, das M, das N, das R. Da ergeben sich, denke ich, keine Probleme, weil wir diese Laute ja selber ganz gut kennen aus unserer Sprache. Und dann kommen vier verschiedene H-Laute, auf die ich gleich nochmal gesondert eingehen möchte. Dann zwei verschiedene Varianten, den Laut S zu schreiben. Die würde ich einfach beide als S ganz normal aussprechen, ohne da irgendwelche Verrenkungen zu machen. Dann kommt ein K-Laut, den wir mit Q notieren, um ihn von dem anderen K-Laut abzugrenzen. Aber auch diesen Laut, den wir mit Q notieren, würde ich einfach wie ein ganz normales K sprechen. Dann kommt dieser Korb mit Henkel. Das ist ein normales K. Dann kommt das G und das T. Und dann kommt das T mit Strich drunter, das für uns wiederum fremd ist. Das spricht man einfach als Tsch aus, also als T mit SCH. Dann kommt das D, das soll eine Hand sein, steht für D. Und dann kommt das Tsch, die Schlange, die ausgesprochen wird wie in Dschungel, also Tsch wie in Dschungel. Ja, und wenn man diese ganzen Zeichen kennt und auswendig gelernt hat und dann ägyptische Hieroglyphentexte ansieht, dann wird man sehen, dass man da schon einige der Zeichen, die da verwendet werden, dann auch wiedererkennt und auch deren Funktion, nämlich diese Laute darzustellen, dann auch schon versteht. Ihr werdet dann allerdings auch sehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nochmal zurückspult auf die Texte, die ich da gezeigt habe schon oder auf die Bilder auch vom Anfang, dass es da noch sehr viele Zeichen gibt, die ihr jetzt noch nicht kennt. Das liegt daran, dass die altägyptische Sprache nicht wie unsere aus einem einfachen Alphabet besteht, sondern es gibt eben sehr viele verschiedene Zeichen. Es gibt ein Konsonantenzeichen, dann gibt es aber auch zwei Konsonantenzeichen, die für mehrere, also die für zwei Laute stehen. Und es gibt auch drei Konsonantenzeichen, die dann für drei verschiedene Laute stehen. Und es gibt Zeichen, die für noch mehr Laute stehen, allerdings nur sehr vereinzelt. Also es ist vor allem am Anfang wirklich eine erschlagende Anzahl an Zeichen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die zwei Konsonantenzeichen dann im nächsten Video anschauen und die drei Konsonantenzeichen vielleicht im übernächsten. Und ja, ich würde euch raten, einfach, wenn ihr wirklich Lust habt, das Hieroglyphensystem sozusagen zu durchschauen und auch zu lernen, diese Sprache zu verstehen, dann lernt als allererstes wirklich diese Einkonsonantenzeichen einfach auswendig. Da führt kein Weg dran vorbei. Das mag vielleicht mühsam sein, 25 Zeichen auswendig zu lernen, aber ihr werdet sehen, dass viele dieser Zeichen lassen sich wirklich sehr schnell merken. Also A für Arm, zum Beispiel das Ein für Arm, das kann man sich super merken. Es ist halt der Arm und er steht für das A oder das B, das für Bein steht, ist super leicht. Manche Zeichen lassen sich vielleicht schwieriger merken, aber das ist gar kein Problem mit der Zeit. Es gibt auch eine App, mit der man sich diese Zeichen ganz gut drauf schaffen kann. Die heißt Hieroglyphic Flashcards, glaube ich. Also im Google Play Store wird man die auf jeden Fall finden. Ich werde diese App natürlich auch verlinken. Allerdings gibt es die für Apple, glaube ich, nicht. Da müsstet ihr dann als Apple-Nutzer einfach auf die alte Vokabelkartenmethode oder so
zurückgreifen. Also wirklich als absolute Grundlage ist es zu empfehlen, diese Zeichen einfach zu lernen und danach geht es dann weiter. Man kann mit diesen Zeichen allerdings schon eine ganze Reihe von ersten Worten lesen. Und das ist auch die Übung, die ich für diese Folge, für das Ende vorbereitet habe. Ich habe da eine ganze Reihe von Worten aufgelistet und ihr werdet diese Worte, wenn ihr sie anschaut, könnt ihr erstmal die einzelnen Zeichen anschauen und dann eine Umschrift anfertigen. Wir nennen das Transliteration in der Ägyptologie. Also ihr habt dann zum Beispiel ein Wort, das, ich denke mir jetzt irgendwas aus der Hornviper, also dem Zeichen für F und dem Zeichen für M besteht. Also dieses Wort gibt es jetzt nicht. Aber wenn ihr diese beiden Zeichen nebeneinander seht, dann schreibt ihr einfach daneben F und M. Dann habt ihr eine Umschrift angefertigt. Also könnt ihr einfach mal für die Worte, die ich aufgelistet habe, eine Umschrift erstellen. Und dann gibt es hinter den Worten jeweils noch Zeichen, die jetzt keinen Lautwert transportieren, aber die euch dabei helfen, erraten zu können, was denn die Übersetzung dieser Worte sein könnte. Ihr werdet sehen, dass bei manchen dieser Worte ist es sehr schnell klar, welches Wort damit gemeint ist. Bei anderen ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber ihr könnt da gerne einfach mal rumrätseln und im nächsten Video werde ich dann natürlich die jeweiligen Lösungen dann auch zeigen. Also ich denke, das war jetzt für die erste Folge schon genug Input. Ich weiß, das ist erstmal ein sehr kleiner Schritt und ihr merkt auch schon, wenn man das Hieroglyphenschriftsystem erlernen möchte, wenn man diese Sprache verstehen möchte, dann muss man einiges an Lernwilligkeit mitbringen. Aber wenn man ein bisschen Motivation hat und sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, dann ist das wirklich kein Hexenwerk, sondern ist einfach wie jede andere Sprache auch, die man lernen möchte, einfach erstmal viel Arbeit am Anfang. Aber ihr werdet sehen, es macht auch unheimlich viel Spaß. Wenn ihr jetzt zu dieser Folge irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, werdet die gerne, wie gesagt, in den Kommentaren los. Mir ist bewusst, dass ich hier viele Dinge vereinfacht dargestellt habe, aber ich denke, ich habe auch am Anfang klar gemacht, dass das auch durchaus Absicht ist. Aber wie gesagt, wenn es da Bedarf gibt zur Diskussion, dann kann man das in den Kommentaren ja machen. An dieser Stelle jetzt nochmal der Hinweis, vielleicht auch für den Verlauf von dieser Reihe. Schaut vielleicht auch mal immer wieder in der Videobeschreibung vorbei. Dort werde ich vielleicht noch nützliche Links bereitstellen mit kurzen Erklärungen, was dort zu finden ist. Das werde ich einfach ab und zu machen, aber vielleicht nicht immer im Video erwähnen. Ja, am Ende bleibt noch eine offene Frage. Wann geht es weiter? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Wann es weitergeht, das hängt von eurem Feedback ab, wie sehr ich motiviert bin. Das hängt auch vom nächsten Semester ab, wie stressig das wird, wie viel Zeit ich finde, wie viel Motivation und Lust ich habe, Videos zu drehen. Aber ich habe jetzt schon bei der Erstellung von diesem Video gemerkt, dass ich auf jeden Fall Lust habe, da weiterzumachen. Und ich denke, ihr könnt euch schon darauf verlassen, dass es dann mit dieser Reihe auch bald weitergehen wird. Wenn ihr bis dahin neuen Input braucht, wie gesagt, ihr findet in der Videobeschreibung Links zu verschiedenen Standardwerken, anhand derer ihr euch dann auch selber weiter mit dem Thema ganz gut beschäftigen könnt. So, ich hoffe, ihr hattet bei dieser Folge genauso viel Spaß wie ich. Und ja, ich freue mich auf weitere Videos in dieser Reihe tatsächlich selbst auch.